Hallöchen, Puppöchen, und hier sind wir wieder bei StarCraft 2 und Legacy of the Void. Wir haben die Richter befreit und natürlich habe ich dich nicht vergessen, mein Loading Stream Slash Tipp. Ah, wie ich dich doch vermisst habe. Mal gucken, wie freundlich sie doch sind. Phoenix, verständige die Richter. Ich möchte mit ihnen sprechen. Exekutor Clolarion, ihr seid in der dunkelsten Stunde der Erstgeborenen erwacht. Ihr habt uns gezeigt, dass die mächtigen Richter den Ausgang dieses Krieges wenden könnten. Ich bitte euch heute, eure heilige Templerpflicht wahrzunehmen und mit euren Brüdern zu kämpfen, wie zuvor. Ihr seid genau wie die Konklave. Ihr wollt uns erneut kontrollieren. Nein. Ich möchte unser Versagen wieder gut machen. Ich bin zusammen mit einem der Euren in die Schlacht gezogen, Phoenix. Die Konklave fürchtete euch, aber sie ist nicht mehr. Ich weiß, dass ihr wahre Templer seid. Wir müssen vereint stehen, denn einzeln werden wir untergehen. Ich werde mich mit den anderen bewaffnen. Wenn wir uns euch anschließen, so bitten wir, dass die Entität Phoenix für uns spricht. Wir verstehen vieles nicht in dieser Zeit. Aber solange ihr Wort haltet, Hierarch, werden die Richter mit den Erstgeborenen kämpfen. Das, was wir wollten. Ich sehe da aber schon irgendwie Konsequenzen. Stunden später, Kriegsrat. Dann rate doch mal. Du enttäuschst mich, Artanis. Du versuchst, diese unvollkommene Existenz zu bewahren. Doch vergeblich. Amon. Ich habe eure Terraner-Armee geschlagen, eure Hybridenanlage zerstört und eure Diener für meine Sache gewonnen. Euch erwartet nur noch der Untergang. Elender Wicht, du bist unbedeutend angesichts der Erlösung, die ich bringe. Du wirst nach Ayur kommen und sterben. Voller Anmaßung. Er sah meine Gedanken, doch ich sah auch die seinigen. Seine Form ist beinahe vollendet. Nun wartet er auf unsere Rückkehr. Er will uns die große Flotte entgegensenden. Wir können das verhindern. Wir müssen die Psi-Matrix ausschalten, die Ayur mit Energie versorgt. Sonst sind wir verloren. Wenn ihr plant, uns mit der goldenen Armada aufzuhalten, habt ihr recht. Wir müssen die Psi-Matrix zerstören. Eure Verbindung zur Kala war uns immer wieder von Nutzen. Doch es ist Zeit, dass ihr euch von Amon befreit. Sagt euch los von der Kala. Ich müsste alles aufgeben, das ich weiß. Ihr habt keine Wahl. Werft die Fesseln der Vergangenheit ab, Rohanna, und öffnet euch der Zukunft. Für die Daila. Auf Ayur! Kann sie sagen, gehen auf Fliegen? Meine erste Frage.
Haben wir denn nicht schon genug Zeit verschwendet? Oder gibt es noch weitere sinnlose Botengänge zu erledigen, bevor wir Amon gegenübertreten? Die Richter werden sich als Bereicherung für unsere Truppen erweisen. Ich würde das kaum einen Botengang nennen. Ja, doch wie wir bereits festgestellt haben, verdanken sie ihre Freiheit eurer Hoffnung, dass sie euren Befehlen folgen werden. Glaubt nicht, ihr könntet mich über meine Entscheidungen belehren, Tal'Darim. Dabei schätze ich unsere Gespräche so sehr. Können wir nicht einfach töten, wenn wir fertig sind? Rohana, sagt ihr noch etwas anderes, bevor ihr euch von Amons Einfluss befreit habt? Ja, ich sah Amons Ende. Als die Erstgeborenen die Kala erschufen, erweckte dies die Xel'Naga aus ihrem Schlaf. Sie spürten eine Abwesenheit in der Leere. Sie entdeckten Amon und seine Anhänger auf Zerus. Und es kam zum Krieg der Götter. Amon entfesselte den Schwarm. Und der Schwarm verschlang die Xel'Naga. Nur ein kleiner Teil von ihnen blieb in Ulnar zurück. In der letzten Schlacht wurde Amon gestürzt, aber nicht besiegt. Er kehrte in die Leere zurück, entstellte sie mit seinem Hass. Sein Diener Narund arbeitete Äonen daran, einen Körper zu finden, der seinen Meister aufnehmen kann. Die Hybriden. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu dem Wirtskörper, der derzeit auf Ayur erschaffen wird. Sein Plan steht kurz vor seiner Vollendung. Noch sind wir hier, Rohana. Er kann erneut besiegt werden. So war. Und du willst nicht mit uns reden? Die Mutterschiffe der Tal'Darim wurden herangeworfen, um unsere Flotte zu unterstützen. Das ist schon das. Ich muss zugeben, sie sind beeindruckend. Okay. Diese Richter haben sich unserer Armee angeschlossen. Ich folge dem. Scheint, als wären sie gewillt, euch zu dienen. Für den Moment. Was machen die anders? Um keinen Schaden zu erleiden. Glaube ich nicht. Okay, ich bleib mal bei den normalen Wachen. Gut, nur den und Tempest. Wir sind der Inbegriff der Stärke. Das ist ein Träger, okay? Tapferkeit ist ewig. Ja, wir haben alles. Bis auf den Koloss. Er kommt also noch. Du willst nicht mehr das Rennen? Ich denke, euer Erfolg mit den Richtern erfreut uns alle. Nun, bis auf die oberste Bewahrerin natürlich. Ja. Für sie ist ein bisschen schlecht. Bin ich. Phoenix, mein Freund, wir haben etwas Unglaubliches geschafft. Phoenix. Ich habe mir über diesen Namen Gedanken gemacht. Es ist der Name eines anderen. Und ich denke nicht, dass ich ihn weiterhin verwenden sollte. Phoenix war der unerschrockenste Krieger, den ich jemals kannte. Er stellte sich schrecklichen Gefahren und blieb doch siegreich. Er erschlug Feinde, die sich die meisten nicht einmal vorstellen können. Und doch habt ihr bewiesen, dass ihr ebenso mutig seid. Er hätte sich geehrt gefühlt, dass ein Krieger wie ihr seinen Namen tragen würde. Auch für mich. Ist es eine Ehre. Eure Worte erfreuen mich, Hirsch. Aber eines Tages muss ich auf meinem eigenen Pfad wandeln und meinen eigenen Namen prägen. Okay. Und wie willst du genannt werden? Detlef? Ich habe einige Richtermodelle untersucht. Sie funktionieren effektiver, wenn sie sich in der Nähe voneinander aufhalten. Externe Systemroutinen können auf unmodifizierte Modelle übertragen werden. Ich kann euch nicht folgen, Karax. Ihr Datennetzwerk ist eine Simulation der Kala. Es verbindet sie miteinander. Interessant. In der Tat. Es handelt sich jedoch um eine synthetische Repräsentation. Eine emotionale Verknüpfung wurde nicht integriert. Die Ingenieure, die sie erschufen, konnten sich nicht vorstellen, wie sie jemals als Protoss durchgehen könnten, ohne das Licht der Kala. Wenn unsere Ahnen uns jetzt sehen könnten. Ja,
dann wüssten sie, dass ihr immer noch einen Untergang geweiht seid. Aber egal. Da, das. Den habe ich noch nie benutzt, diesen Destruktorstrahl. Ja, gut. Hier ist nichts mehr. Brücke. So viele ließen ihr Leben. So viel Zerstörung. Doch es besteht Hoffnung. Wir werden Amons Wirtskörper zerstören und die Kala von seinem Einfluss befreien. Die Templer sind bereit für die letzte Schlacht. 5 Milliarden. Ajur. Ajur, zack, 5 Milliarden. Und auch seit einer Periode natürlich die Satelliten. Nein. Brüder, Schwestern, die Zeit für unseren Angriff ist da. Oh, das ist wirklich ein Wunder. Mohana konnte Amons Pläne durch die Kala erfahren. Er will von einem hybriden Körper Besitz ergreifen, um dort und in der Kala zu existieren. Solange der Körper nicht vollendet ist, bleibt er verwundbar und benötigt die goldene Armada zur Verteidigung. Wir können verhindern, dass sie nach Ajur warpt, indem wir die Energiestrukturen des Warp-Netzwerks zerstören. So hätten wir genug Zeit, um Amons Hybridenform zu vernichten. Ausgezeichnet. Wenn ihm nur noch Templer bleiben, setzen wir den Schlüsselstein ein und verbannen Amon so aus der Kala. Das wird ihn nicht lange aufhalten. Nein. Doch lang genug, damit unser Volk seine Verbindung zur Kala trennen und ihn zurück in die Leere treiben kann. Gefährlicher Optimismus. Wir könnten sie aus dem Orbit zerstören und keine Zeit verschwenden. Was ihr vorschlagt, ist die Vernichtung unseres Volkes. Das werde ich nicht zulassen, Alarak. Trotz unserer schrecklichen Aufgabe dürfen wir nicht wanken. Macht euch bereit. Uns erwartet die letzte Schlacht. Und wir werden uns ihr stellen. Jawohl! Die waren also motiviert, ich wollte damit motiviert sein. Euer Volk ist verloren, Artanis. Ich weiß, ihr hegt das Bedürfnis, sie zu retten. Aber ich sage euch, das wird nicht geschehen. Wir sollten uns einzig und allein auf Amons Zerstörung konzentrieren. Indem wir Amons Körper vernichten und anschließend mein Volk von der Kala befreien, wird er in die Leere zurückgetrieben. Das ist ein Sieg, den wir erringen können. Reine Torheit. Und noch dazu ein unnötiges Risiko. Wir sollten die Protoss ausradieren. Diese ganze Welt und alle, die auf ihr leben, in Flammen aufgehen lassen. Nein, Alarak. Wenn eine Chance besteht, mein Volk zu retten, dann werden wir sie nutzen. Stellt euch in dieser Sache nicht gegen mich. Natürlich. Ich erteile nur weisen Rat. Wenn ihr ihn nicht hören wollt, werde ich schweigen. Das ist eine gute Idee. Schweig. Die Psi-Matrix wurde vor über 3000 Jahren erstmals aktiviert. Es ist seltsam. Solch ein freudiges Ereignis und ich weiß davon nur durch geschichtliche Aufzeichnungen. Ich spüre keinerlei Erinnerung. Ich kann euch nichts darüber sagen, welche Freude die Protoss empfanden, als der erste Impuls die Psi-Matrix aufrührt. Und ebenso die unzähligen Gedanken der stolzen Kalai, die in diesem Augenblick die Kala durchströmten. Ich fühle nichts. Und doch wissen wir alles Nötige über diese Zeiten, Rohana. Ja, doch ihr müsst verstehen. Es fehlen Erinnerungen für eine genaue Rekonstruktion. Es gibt keine Gewissheit. Vielleicht ist genau das der richtige Weg, unsere Vergangenheit nicht als etwas anzusehen, über das absolute Gewissheit herrscht, sondern sie aus unserer Gegenwart heraus zu interpretieren. Ajur. Einige aus meinem Volk sehen diese Welt zum ersten Mal. Sie wurden auf Shakuras geboren und kennen unsere Heimat nur aus Erzählungen. Jetzt, da die Macht des Schlüsselsteins in greifbarer Nähe ist, werden sie um einiges besser kennenlernen. Zeratul sprach die Wahrheit. Der Stein hat uns zur Hoffnung geleitet. Ja, aber anders als wir zunächst annahmen. Doch seinen rastlosen Bemühungen ist es zu verdanken, dass wir nun hier stehen. Ich werde ihn dafür ewig ehren. Ich ebenfalls.
Du wolltest ihn doch töten, den Ketzer. Kann sie auch nicht erinnern. Der Schlüsselstein reagiert auf leeren Energien auf Ayurs Oberfläche. Aber in dieser Größenordnung, das kann nur eines bedeuten. Amon ist hier. Wie lange benötigt ihr, um den Schlüsselstein vorzubereiten? Ich weiß es nicht. Er wurde bisher nur ein einziges Mal auf diese Weise eingesetzt. Der Schlüsselstein weist eindeutige Spuren von Eingriffen auf. Höchstwahrscheinlich steckt dieser Narut dahinter, von dem der terranische Ingenieur Swan berichtete. Er wurde entsprechend modifiziert, um die leeren Energien in Kerrigan zu extrahieren, mit denen später Amon zum Leben erweckt werden sollte. Bis dahin sollte der Stein als Gefäß dienen. Der Stein kann große Mengen Energien aufnehmen. Doch er war nie dafür ausgelegt, die vollständige Energie eines Xel'Naga zu speichern. Ich weiß, ihr werdet einen Weg finden, Karrax. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann, dass ihr nicht ruht, bis ihr gefunden habt, wonach ihr sucht. Darauf vertraue ich. Ich danke euch dafür, Hierarch. Doch diese Aufgabe wird keine leichte sein. Der Schlüsselstein war als Gefäß erdacht, nicht als Gefängnis. Tja, dann erinnere ihn halt. Der Schlüsselstein beginnt weniger leeren Energie zu absorbieren. Sind die Energien auf der Planetenoberfläche dafür verantwortlich? Oder ist seine Kapazität tatsächlich erschöpft? Ich habe so lebhafte Erinnerungen am Ayur. Ich kann noch immer den warmen Hauch von Aldera spüren und fühlen, wie das Sonnenlicht jede meiner Poren füllt. Der Rat der Prätoren brachte mich als Jüngling nach Aldera. Dort zündete ich meine erste Psi-Klinge. Phoenix ebenso. Es war der stolzeste Augenblick in seinem Leben. Er war erfüllt von seiner Bestimmung. Seine gesamte Existenz hatte einen Zweck. Ich freue mich darauf, den Ort, den er so liebte, zum ersten Mal mit eigenen Augen zu sehen. Die Erinnerungen, die ihr in euch tragt, sind von einem anderen Ort. Jene Welt existiert nicht mehr. Dann werden wir an ihrer Stelle eine neue, bessere Welt aufbauen. Optimist. Kann da was verbessern? Nope. Brücke. Mission. Es gibt drei Zugänge zu den Energiestrukturen der Psi-Matrix, die sich an verschiedenen Orten auf Ayur befinden. Wir müssen unsere Streitkräfte aufteilen, um sie zu zerstören. Ich werde euch und eure Exekutoren von Bord der Speer des Adun ausleiten. Wir können anfangen, sobald ihr bereit seid, Hierarch. Okay, starten wir. Können wir jetzt noch einen Schuss? Nein, wir können keinen. Oh, das Bild sieht auch schön aus. Wie sie da alle stehen. Bisschen auf ganz rechts, der Typ ist doof. So. Es geht zum Ende zu. Leider. Ich finde immer noch die Panzerung von den Viechern ist ein bisschen doof gebaut. Für Protoss-Technologie. Aber ja, was soll's. Und drücken. Die Psi-Matrix ist das schlagende Herz von Ayur. Sie besteht aus einem Gitter von Kaidarin-Kristallen, die in die Erdkruste des Planeten integriert sind. Es gibt nur drei Zugänge zu ihren Energiestrukturen. Wenn es uns gelingt, sie zu zerstören, sollten wir damit das Warp-Netzwerk ausschalten. Ich werde drei Stoßtrupps losschicken. Wir müssen die Matrix zerstören, bevor Amon die goldene Armada nach Ayur zurückrufen kann. Jetzt haben wir so Heldenmission. Horatsu, Anarak, ihr müsst die Zitadelle des Exekutors betreten, um zur ersten Energiestruktur zu gelangen. Die Stadt wurde von den Zerg verseucht. Sie werden uns nicht aufhalten. Wir werden Antio von ihnen säubern. Selbst wenn ich es allein tun muss. Ihr sprecht mit dem Hochlord. Sie quetschen eine Welle. Und eh. Ist wahrscheinlich so, okay. Es bleibt nur wenig Tools. Zeit. Los, sprech. Das sind also die Zerg, die euch besiegt haben. Erbärmlich. Auch sie werden meiner Macht nicht widerstehen. Wie konntet ihr Ayur nur an diese mickrigen Kreaturen verlieren?
sprangen sie an euren Raumschiffen hoch und fingen an, sie zu zernagen? Die Zerg waren einst die größte Bedrohung, der sich mein Volk je gegenüber sah. Nur ein Narr würde sie unterschätzen. Wohlan, dann verneige ich mich vor eurer Erfahrung, ich Narr. Alte Stefan hier. Ich wage nicht mehr vorzustellen, was ihr ohne mich tun würdet. Das werdet ihr gleich erfahren. Dieses Tor ist von der anderen Seite verschlossen und ich werde mich durch die Schatten begeben, um es zu öffnen. Ada? Neras Gul. Der Feind wird mich nicht einmal sehen. Overseers, Sie können meine Anwesenheit aufdecken. Ich sollte Ihnen besser aus dem Weg gehen. Es ist mir eine Ehre. Ich stehe außerhalb. En-Arudin Shakuras. Unsere Zukunft sind die Dalai-Lam. Es ist mir eine Ehre. Okay, das ist irgendwie eine coole Fähigkeit. Neras Gulio. Seid ihr endlich so weit? Oder muss ich noch ein paar Zerg vernichten? Da, das Tor ist geöffnet. Endlich. Dann lasst uns weitergehen. Stieg's. Ich gehorche nicht. Ich stimme zu. So wie ich es will. Oh. Was haben wir da? Was haben wir Nova Lord? Nun gut. Ah, die Mission ist cool. Ich stimme mit eurer Wahl überein. So soll es sein. Aber Alarak hat echt eine so coole Fähigkeit. Wie ich es will. Ganz nach der Kette des Aufstiegs. Ich gehorche nicht. Ich stimme zu. Ganz wie ich es mir vorstelle. So wie ich es will. Nun gut, los. Sprecht. Ganz wie ich es mir. Ihr sprecht mit dem Verschwendet. Wie kann ich euch dienstbar machen? Ganz nach der Kette des Aufstiegs. Ich gehorche nicht. Stark, ich stimme stark. Zu. So wie ich es will. Ganz wie ich es mir vorstelle. War auch gut. Und tschüss. Nun gut. Ich stimme mit eurer Wahl überein. Ganz nach der Kette des Aufstiegs. Gibt es da irgendwelche Schlüsselpunkte? Ich meine nur, ganz wie ich es mir vorstelle. Nun gut. Ich stimme mit eurer Wahl. Ein. Ganz nach der Kette des Aufstiegs. Unser Pfad ist versperrt. Es scheint, ich muss die feindlichen Truppen infiltrieren und den Weg freimachen. Na komm, den kriegst du auch noch. Ich gehorche nicht. Ich stimme zu. Ja? Hier wimmelt es von Mutalisten. An eurer Stelle würde ich versuchen, unentdeckt zu bleiben. Neras Gulio. Danke. Wir stehen zu unseren Verbündeten. Boah, das ist ja mies. Es gibt viel zu tun. En-Arudin Shakuras. Unsere Zukunft sind die Dalai-Lam. Wie kann ich euch dienstbar machen? Wir haben die Energiestruktur beinahe erreicht. Oh. Und vor, Hochlord. Ihr gebt mir Befehle? Nun gut. Ich stimme mit eurer Wahl überein. Ganz nach der Kette des Aufstiegs. So soll es sein. Ich gehorche nicht. Ich stimme zu. Nun gut. Ich stimme mit eurer Wahl. Ein. Ganz wie ich es mir vorstelle. So soll es sein. Und tschüss. Die innere Kammer ist hermetisch verschlossen. Meine Fähigkeit, mich unentdeckt zu bewegen, wird uns hier nicht weiterhelfen.
Dann lasst uns einen etwas brachialeren Ansatz versuchen. Okay. Haltet mir diese Kreaturen vom Leib, während ich mich bereit mache. Die Zerg werden sicher spüren, wie meine Kräfte anwachsen. Tragt euer Anliegen. Wir benötigen einen Plan. Wir stehen zu unseren Verbündeten. Nerasgulio. Unsere Zukunft sind die Dailam. Wir stehen zu unseren Verbündeten. Beinahe geschafft. Nur noch ein wenig länger. Es gibt viel zu tun. Alter. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Unglaublich. Ihr habt nicht nur das Tor aufgesprengt. Weder die Zerg noch die Energiestruktur werden uns weiter behelligen. Verständigt die anderen und berichtet ihnen vom Sieg, den ich hier errungen habe. Rohanna, Alarak und ich haben die Energiestruktur ausgeschaltet. Informiert die anderen, dass sie nun beginnen können. Okay, welchen kriegen wir jetzt? Phoenix und... Oh. Karax, Phoenix, der Verlust der ersten Energiestruktur blieb nicht unbemerkt. Hybriden wurden herbeigerufen, um das Gebiet zu verteidigen. Ausgezeichnet. Sie sollen das volle Ausmaß meiner Wut zu spüren bekommen. Alles zu seiner Zeit, Freund Phoenix. Die Hybriden sind mächtige Gegner und wenn wir gegen sie bestehen wollen, benötigen wir Unterstützung. Ich habe einige Zeit damit verbracht, leeren Energie zu studieren. Ich sollte in der Lage sein, robotische Einheiten und Gebäude von Amons Einfluss zu befreien. Dann lasst uns unsere Armee zusammenstellen und die Hybriden damit vernichten. Ich werde die Lösung finden. Kontrolle übernehmen ist... Cool, okay. War eh? Phasenkanone, okay. Was möchtet ihr von mir? Ein Phasenschmied ist stets vor. Ein Unsterblicher. Ich kann den Piloten nicht aus Amons Umklammerung befreien, doch ich sollte in der Lage sein, die Einheit selbst zu steuern. Ich registriere keine robotischen Einheiten vor uns. Ich denke, dies wäre ein guter Zeitpunkt, um Photonenkanonen heranzuwarpen. Wird wieder auferstehen. Ich bin die Klinge von... Habt ihr eine Aufgabe für mich? Die Energiestruktur befindet sich voraus. Doch die Tempelanlage ist sehr ausgedehnt. Protektoren, Unsterbliche, Kolosse, Räuber. Wir sollten so viele von diesen Einheiten wie nur möglich unter unsere Kontrolle bringen, bevor wir weitergehen. Ich kann den Warp-Knoten und die Roboterfabrik in diesem Bereich für uns nutzbar machen. Ah. Das würde es uns ermöglichen, unsere Truppen mit ausgewählten Einheiten zu verstärken. Ein kluger Plan. Ich frage nur aus Neugier, Phasenschmied, aber könntet ihr auch die Kontrolle über mich übernehmen? Wenn eure Systeme unter dem Einfluss von Amon stünden, dann ja. Ich glaube, ich könnte sie läutern. Mein Wissen steht euch zur Verfügung. Ich werde die Lösung finden. Fortschritt winkt nur den Mutigen. Ich stimme zu. Ist noch da. Ein Phasenschmied ist stets vorbereitet. Ach so. Mein Wissen steht euch zur Verfügung. Habt ihr eine... Ich höre euch. Ich war gerade verwundert, was ich machen soll in der Mission. Wir stehen vereint. Ja, füllt ruhig deine Schilder auf, das ist eine gute Idee. Auch wenn euch das ganze Mana kostet. Ich stimme zu. Shanala Ari Daelam. Kuku. Der Pfad liegt vor uns. Ajur wird wieder auferstehen.
Die Psi-Matrix wird fallen. Ich orte ein Roboterversorgungsdock in der Nähe. Wenn es uns gelingt, es unter unsere Kontrolle zu bringen, könnten wir Kolosse bauen. Euch. Ich stimme zu. Fortschritt winkt nur den Mutigen. Die Psi-Matrix wird fallen. Wir sind alle Templer. Ajur wird wieder auferstehen. So sei es. Ich stimme zu. Fortschritt winkt nur den Mutigen. Gut, das finde ich auch gut. Okay, wir hier jetzt mal wieder zurückgehen. Liegt vor uns. Wir haben 3 Prospektoren. Ajur wird wieder auferstehen. Schon allein. Oh, 3 Unsterbliche. Oh, gut, gehen wir mal hier runter. Wir stehen vereint. Fortschritt winkt nur den Mutigen. Der Pfad. Ein bisschen schnell, ne? Mach, okay, wenn wir da vorbeilaufen. Wir stehen vereint. Ist er aktiv. Die Psi-Matrix wird fallen. Da hoch müssen wir eh gleich. Fortschritt winkt nur den Mutigen. Deswegen gehen wir jetzt auf der anderen Seite. Der Pfad liegt vor uns. Shanala Ari Da'elam. Ich stimme zu. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Wir stehen vereint. Fortschritt winkt nur den Mutigen. Ich höre euch. Der Pfad liegt. Wir sind alle Templer. Wir stehen vereint. Die Psi-Matrix wird fallen. Ich stimme zu. Amon wird nicht obsiegen. Ob ich doch. Naku Afal Ayu. Selberstaten und ja, Unsterblichen war auch nicht schlecht. Erneut diene ich. 50 von 60, okay. Shanala Ari Da'elam. Wir stehen vereint. Wir sind alle Templer. So sei es. Meine Sensoren zeigen eine große Anzahl Räuber direkt vor uns. Sie unter unsere Kontrolle zu bringen, ist nicht ohne Risiko, aber ihre Feuerkraft wäre ein gewaltiger Vorteil für uns. Ich stimme zu. Wir stehen vereint. So sei es. Ein Phasenschmied ist stets vorbereitet. Der Pfad liegt vor uns. Amon wird nicht obsiegen. Ich stimme zu. Shanala Ari Da'elam. Irgendwas ist stark beschädigt. Wir stehen vereint. Undara Manakai. Amon wird nicht obsiegen. Kann ich jetzt welche bauen? Ne. Ich werde die Lösung finden. 2 Prospektoren nur, okay. Die Hybriden werden es nicht mit unserer Armee aufnehmen können. Ich stimme euch zu, Freund Phoenix. Lasst uns zur Energiestruktur vorrücken. Ajur wird wieder auferstehen. Ich sehe da gerade was. Der Pfad liegt vor uns. Vielleicht können wir noch Einheiten klauen. Fortschritt winkt nur den Mutigen. Ich stimme zu. Ja, Hierarch. Ich werde die Lösung finden. Ich höre euch. Shanala Ari Da'elam. Da sind die komischen Hybriden. Fortschritt winkt nur den Mutigen. Ajur wird wieder auferstehen. So sei es. Der Phasenspiel ist cool irgendwie. Ich stimme zu. Amon wird nicht obsiegen. Fortschritt winkt nur. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Oh, Alter. Die Psi-Matrix wird fallen. Ein Phasenschmied ist stets vorbereitet. Der Pfad liegt vor uns. Wir können den mal aufbauen. Naku Afal Ayur. Die Psi-Matrix wird fallen. So sei es. Der Weg ist frei. Euer Kreuzzug ist gescheitert. Eure Wunder sind in den Körper des Meisters eingegangen. Bin vereint. Der Pfad liegt vor uns. Aber den ist auch kaputt.
Jetzt, da die Hybriden aus dem Weg sind, können wir die Energiestruktur sicher zerstören. Es sieht so ähnlich aus wie bei meiner... Wir haben es geschafft. Die Matrix war allerdings nie dafür ausgelegt, auf diese Weise deaktiviert zu werden. Es wurde eine riesige Welle psionischer Energie auf der Oberfläche von Ayur freigesetzt. Oh, okay. Irach, ich fürchte, ihr schwebt in höchster Gefahr. Psionische Energie sammelt sich in der Höhle hinter euch. Wenn sie euch erreicht... Eure Sorge ist unbegründet, Karax. Meine Krieger und ich werden uns schnell voranbewegen und so dem Energiesturm entkommen. Der Sieg ist weiterhin greifbar. Das ist nett. Ich schicke euch meine dunklen Templer, um den Weg voraus von Feinden zu säubern. Sie werden euch helfen, schnell voranzukommen. Die Richter werden euch ebenfalls unterstützen. Setze Wortprismen ein. Die Targaryen werden diese Schlacht für euch gewinnen. Meine Krieger stoßen nun zu euren Streitkräften. Alle vereint. Die Dämmerung naht. Ein kühner Plan. Beeilt euch, meine Brüder. Die psionische Energie hat bereits den Höhleneingang erreicht. Kämpft unvermindert weiter, Krieger. Ich werde astrale Winde bündeln, um eure Wunden zu heilen. Die Zukunft gehört uns. Ich führe mit Ehre. Die Zukunft gehört uns. Die Richter kämpfen nahe eurer Stellung, Arcanis. Ein größerer Schwarmstock steht kurz vor der Zerstörung. Uns. Ein kühner Plan. Gemeinsam sind wir stark. Unser Weg ist... Wir stehen euch zu Diensten. Gunst gehört uns. Beeilt euch! Die Energie kommt immer näher. Gemeinsam sind wir stark. Die Zukunft gehört uns. Ein kühner Plan. Ein kühner Plan. Die Zukunft gehört uns. Wir dürfen nicht zweifeln. Die Zukunft gehört uns. Ich führe mit Ehre. Nichts. Meine dunklen Templer befinden sich nur wenige Meter vor eurer Position, Hierarch. Sie haben den letzten Schwarmstock fast beseitigt. Ich führe mit Ehre. Unser Weg ist vorgezeichnet. Zu mir, Nerazim. Mehrere Nydus-Würmer verteidigen die letzte Energiestruktur. Meine dunklen Templer werden euch helfen, sie zu vernichten. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark. Tötet die Zerg! Wir sind fast da! In unsere... Gemeinsam. Oh, ich bin gerade sehr konzentriert, ey. Das tut mir irgendwie urleid, aber... geht gar nicht anders. Ich führe mit Ehre. Die Welle ist nicht allzu weit weg. Die letzte Energiestruktur.
Wenn wir sie zerstören, setzen wir damit der Psi-Matrix ein Ende. Ihr habt es geschafft, Artanis. Es ist uns gelungen, die Goldene Armada aufzuhalten. Jedenfalls zeitweilig. Leite den dimensionalen Rückruf ein. Und damit haben wir auch die Folge geschafft. Den haben wir nicht geschafft. 15 Einheiten, na gut. 14, eine einzige Einheit hat uns gefehlt. Halt doof, aber egal. Wie es weitergeht, erst in der nächsten Folge. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer